Titel des heutigen Beitrags, Lasst eure Kinder in Ruhe, ist ziemlich provokant. Ich habe diesen Titel auf dem Büchertisch in Hannover gefunden, und zwar Wolfram Bergmann, ein Kinderpsychologe, hat dieses Buch geschrieben, Lasst eure Kinder in Ruhe, gegen den Förderwahn in der Erziehung. Ich möchte euch heute einfach an meiner Erfahrung teilhaben lassen, die ich aus 16 Jahren Arbeit mit jungen Menschen gewonnen habe und auch als Mitglied einer Selbsthilfegruppe für Eltern hochbegabter Kinder. Und die Phänomene, die sich dort gezeigt haben, haben sich immer wieder wiederholt. Nämlich, dass die Eltern hochbegabter Kinder häufig selber hochbegabt sind, aber das nicht wahrhaben wollen. Und speziell hier die Mütter. Und was passiert dann, wenn jemand nicht zu sich steht? Dann versucht er sozusagen seine Suppe auf anderer Leute Herd zu kochen. Und in diesem Fall sind es die Kinder. In dem Video Jeder ist potenziell hochbegabt, habe ich gesagt, dass unser Gehirn sich unglaublich freut, wenn es Probleme lösen kann. Und wenn jetzt nun die Mütter keine Probleme lösen können für sich selbst, dann müssen die Kinder herhalten. ADS, hyperkinetische Kinder, alles Mögliche, was auch an neuen Diagnosen da heute im Umlauf ist. Es gibt viel zu tun für die Mütter, viel zu kämpfen. Beim Jugendamt, für eine Unterstützung, für eine Privatschule und so weiter. So, ich habe dort eine Mutter vor Augen, die wirklich über Jahre einen Prozess nach dem anderen angestrengt hat, ne, um die Kostenübernahme für besondere Schulen für ihre hochbegabten Kinder zu bekommen. Aber sie ging nicht für sich selber los. Sie legte im Prinzip ihr ungelebtes Leben, ihre Möglichkeiten, sich auszudrücken, auf die Schultern der Kinder. Das heißt, diese Kinder mussten also Probleme haben, damit die Mütter, also vor allen Dingen waren es immer die Mütter, Probleme hatten, die sie lösen konnten. Ich finde das ziemlich tragic, muss ich sagen. Aber es gibt natürlich auch Beispiele, wo auch in der Literatur, die Psychologin Andrea Brackmann hat ein Buch geschrieben, ganz normal hochbegabt, Leben als erwachsener Hochbegabter. Und da drin schildert eine Mutter, was geschehen ist, als sie endlich begriff, dass sie selber hochbegabt ist. Ihr Sohn hatte unendliche Schwierigkeiten in der Schule und sie hat sich immer sozusagen daran abgestrampelt. Und in dem Moment, wo sie selber losgegangen ist, ihre Potenziale zu entfalten, ihr eigenes Leben ernst zu nehmen, verschwanden die Probleme des Sohnes in der Schule. Und genau darum geht es. Ich hatte in meinem Büro in der Agentur für Arbeit ein Erlebnis, das war schon ziemlich einzigartig. Eine 22-jährige Spanierin, Maria habe ich sie in meinem Buch genannt, weigerte sich, ohne ihre Mutter in mein Büro zu kommen. Wenn ihre Mutter nicht mit ins Büro könnte, dann würde sie auch nicht kommen. Also, okay, habe ich sie beide in mein Büro gebeten. Und ich bin dem natürlich erstmal auf den Grund gegangen. Wie kommt das, dass eine Tochter ohne ihre Mutter nicht in mein Büro will, mit 22? Und es stellte sich heraus, dass in der Familie Gewalt ausgeübt worden war vom Vater, als die Kinder noch klein waren. Und diese Mutter meinte nun, ihre jetzt mittlerweile alle erwachsenen Kinder weiter behüten zu müssen. Und die Tochter wollte natürlich eine loyale Tochter sein. Also hat sie sich geweigert, allein zum Arzt zu gehen. Ja, beim Friseur musste die Mutter dabei sein. Und in dem Gespräch kam das alles raus und die beiden haben sich dann zu Hause 3 Tage ausgesprochen.
Und tatsächlich, als sie das nächste Mal erschien, war die Mutter nicht dabei. Und diese junge Frau hat dann sogar Mut bekommen, ein halbes Jahr später allein nach Spanien zu gehen. Ich will sagen, unsere Familien sind Systeme und in einem System verändert das System verändert sich sofort als Ganzes, wenn einer sich im System verändert. Und ich denke, dass es unsere Aufgabe ist, als Eltern bei uns anzufangen. Das ist nämlich das Einfachste. Statt unsere Kinder sozusagen dazu benutzen, um zu zeigen, was wir können. Der Psychologe C.G. Jung hat sich zum Beispiel geweigert, Kinder unter 10 zu behandeln. Er sagt, Kinder unter 10, das sind die Spiegeln der Eltern. Also muss ich die Eltern behandeln. Und recht hat er. Wozu ich also euch als Eltern und vor allen Dingen euch Mütter ermutigen möchte. Ladet euch eine Mindmap runter von meiner Homepage. Macht eine Mindmap von euch selbst und geht los. Geht los, euer Leben selbst in die Hand zu nehmen und nicht euch für eure Kinder aufzuopfern. Denn was geschieht, wenn man sich aufopfert? Man platscht den Kindern einen Schuldzettel ans Gesicht. Ne? Für dich habe ich das alles getan. Für dich. Und jetzt dieser Dank. Und so weiter. Was brauchen unsere Kinder? Aus meiner Sicht als erstes ganz tiefes Vertrauen, dass sie ihr Leben meistern. Sie werden ihr Leben meistern, wenn sie unser Vertrauen haben. Das zweite ist, ihnen gegenüber ein offenes Herz zu haben, damit wir sie fühlen können. Das ist so, so wichtig. Aber auch ein offenes Herz uns gegenüber, damit wir uns fühlen können. Denn wie viele laufen davor weg, sich zu fühlen? Und das dritte ist, unseren Kindern ein Beispiel zu geben. Das ist die Frage, welches Beispiel wollen wir ihnen geben? Das des Opfers, des Aufopferns und meine Belange zählen ja nicht. Erst kommen die Kinder und dann ganz zum Schluss komme ich. Oder geben wir ihnen ein Beispiel, dass auch wir Eltern unser Leben haben und unser Bedürfnis, uns in dieser Welt auf einzigartige Weise auszudrücken. Und meine Erfahrung ist, wenn ein Mensch so eine Ich-Mindmap von sich macht und losgeht, dann verändert das ganz schön viel in seinem Leben und im Leben seiner Kinder. Also, lasst eure Kinder in Ruhe und geht selber los. Und habt einfach tiefes Vertrauen, dass das der Weg ist. Tschüss, bis zum nächsten Mal.